Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei mir, dem Blue RP, und zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft Projekt Ozone 2 Reloaded. Ich weiß jetzt nicht, was gerade mit mir los ist, aber finde ich top, dass ich trotz der späten Uhrzeit doch noch so richtig geil gelaunt bin. Ja, ich sage aber einfach so, ich schreibe gerade noch mit einem Kollegen, der eigentlich mit mir letzte Woche Transport Fever aufnehmen wollte, was unsere Zukunft anbetrifft, unser gemeinsames Projekt. Nur dem ist erstmal sein einer Arbeitsspeicher kaputt gegangen und jetzt hat er auch keinen Sound mehr beim Zocken. Und jetzt hat er gerade geschrieben, er kriegt jetzt eine spätestens am Mittwoch. Und hat er geschrieben, Zocken ohne Sound und mit mir zu quatschen ist wie ein Einzelhaft im schlimmsten Gefängnis der Welt. Habe ich nur zurückgeschrieben, ja, das mit Alcatraz zu vergleichen ist richtig hart. So, ja, was machen wir heute in der Folge? Ich sag mal so, so wie es hier rundherum aussieht auf der Karte, ist momentan Blutmond. Aber ich hab mir jetzt so gedacht. Jetzt erst mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Redstone, Blei und Glas. Okay, das würde noch funktionieren. Ach, das Aufladen geht ja dann. Dauert eigentlich, ja, geht. Copper und Redstone, Leitspule. Ja, hätten wir eigentlich alles da. Ich habe mir jetzt mal so gedacht, jetzt muss ich aber nochmal was gucken. Impuls, Vakuum, Impuls. So, mach's jetzt mal anders. Okay, Zinn und Glas. Gehärtetes Glas. Induktionsschmelze. Okay, doch blöde Idee. Und die von Ender.io kann man auch bestimmt noch nicht machen. Ja. Habe ich mir eigentlich schon gedacht. Induktionsschmelzer oder in der Legerungsschmelze. Eigentlich gut. Jetzt erstmal, was ich eigentlich vorhatte. Eine Quarry zu bauen. Das dürften wir eigentlich noch alles da haben. Oder doch nicht? Nee. Dann müssen wir das auch schon wieder verschieben. Oh mein, oh mein, mein, mein. Weil ich wollte jetzt doch mal anfangen. Hier hinten den Wald abzubauen. Und es geht eigentlich am schnellsten, wenn man die Quarry zum Beispiel aufstellt. Ohne Marker dann, das habe ich aus Versehen schon mal ausprobiert, wie ihr hier seht. Okay. Loot! Sogar ein Epic. Und da ist nochmal ein Epic. Loot!
habe es ja hier schon mal ausprobiert. Habe ich sie hier hingestellt, habe ich sie irgendwie so hingestellt und sie hat einfach automatisch angefangen, sobald sie mit Energie versorgt wurde natürlich. Okay, dann müssen wir das doch ein bisschen anders machen. Erstmal müssen wir wieder zurück. Habe ich sonst noch irgendwo Lootbags? Epic natürlich. Nö, okay. Machen wir die zwei nochmal auf. Chance Cube, Nether Quartz, Nether Warze und Eisenhelm. Das war jetzt nicht so epic. Aber ein Chance Cube, da haben wir ja schon 45 Stück davon. Machen wir alles hier rein. Oder ich könnte jetzt komplett... Machen wir einfach komplett. Auch wenn ich eigentlich jetzt was anderes wollte. Nehmen wir mal Loot. So, wir machen nach Loot. Weil dann findet er nämlich auch die Loot Chest. Da ist nichts, okay. So. Kamen zwei Stück. Dann ankamen zwei Stück und ein Legendary. Obwohl, in welcher Reihenfolge ist das eigentlich, die Lootbags? Legendary ist sogar das Beste. Okay, hab ich mich doch geirrt. Gefängnis-Safari-Netz, Overgrowth-Feed, von Botane sogar noch. Ups. 4 Chance Cubes, ein Spectra. Okay. Jetzt mal gucken. Ach, Gold Chestplate of Regeneration. Kürbis. Bouncing Gold Boots of Flight. Ingenieursbauplan, geil. Graphitelektroden, richtig geil. Das will ich jetzt mal kurz ausprobieren. Wow, geil. Komme ich jetzt so locker über die Mauer drüber. Gut. So, und jetzt noch Lucha. Amulet of Crows. Super. Weil meins ist schon fast die Haltbarkeit unten. Oder habe ich noch mal irgendwo eins? Gute Frage, nächste Frage, ne? Bouncing Gold Pants. Okay. Also es hätte eigentlich keinen Unterschied gemacht. Aber ja, ich werde demnächst mal hier rangehen und die Sachen sortieren. Okay. Und so wie das aussieht, sollte ich das wirklich dringendst tun. Was ist das? Ach, schon wieder nochmal ein Graphitelektroden. Habe ich halt zwei Stück davon. Macht ja nichts. Das ist aber nicht gerade das, was ich denke. Doch. Ich hab ein Better Builder's Wand.
Geil. Chump, chump, chump. Ich muss unbedingt aufräumen. Es bringt nichts, Leute. Ich finde selber gerade nicht das, was ich suche. Obwohl, Shampoo... Also, ich behalte sie im Inventar. Das ja. Aber die ganze Zeit permanent an... Nee. Das wäre mir zu viel gejumpe hier. Ja, und ich hab... Okay. Was ich sagen wollte, auch wenn die Folge jetzt heute am 6.11. kommt, also den Montag, wo eigentlich geplant war, Transportfieber. Also, die Folge wird sehr wahrscheinlich heute Abend um 18.30 Uhr online gekommen sein. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich davor noch Transportfieber aufnehme, weil ich habe heute noch so viel zu tun, wo ich dann einfach sagen muss, sorry, aber das muss jetzt gemacht werden. Ach so, das ist ja da. Was sind das? Okay, was sind das für Kabel? Wahrscheinlich von BC Transport. Ne, von Magnetic Craft. Und Gummiriegel. Und Copper. Gummiriegel haben wir doch eigentlich. Ja, ich werde es wahrscheinlich heute definitiv nicht schaffen, vor, jetzt habe ich zwei Gummibaumsetzlinge. Okay, passt. Dann pflanze ich die jetzt nämlich an. Wo bist du hin? Oder war das jetzt die Strafe dafür, dass ich beide im Inventar hatte? Wenn, dann ist auch egal, eigentlich. Weil so Gummibaumsetzlinge... Ach, jetzt weiß ich, warum ich das Kind im Inventar hatte. Ja, Gummibaumsetzlinge kriegt man nämlich. Nein. Lol. Finde ich mal interessant. Also das liegt bestimmt jetzt am Server, dass er ein bisschen leckt. Fuck. Was war das denn, bitteschön? Da ist nochmal... Jetzt gucke ich... Jetzt will ich mal was wissen. Ob man die auch craften kann. Nein. Aber ihr... Wie groß der Baum war. What the hell?
Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Ich krieg doch euch gleich sowieso wieder. 558. Krass. ...494 Kautschuk schon. Sorry, Leute. Das geht gerade nicht. Okay, die ist voll. Heilige Scheiße! Ich hätte bei... Also, das wird definitiv mein Thumbnail. Ich hätte beinahe meine... Richtig Hammer! Also bis ich den Bau abgebaut habe. Da hat der... Also jetzt weiß ich, wenn ich einen heiligen Gummibaumsetzling nochmal pflanzen möchte, obwohl ist der jetzt ein Heiliger geblieben? Nee, schade. Aber solange ich den Baum nicht komplett abholze, passiert da oben auch nichts. Aber übelst. Der hat 4 Fackeln vom Boden weggemacht. Das war ja richtig heftig. Ups. Ja, ich hab vergessen, ich bin noch im Kreativ. Also... Ja. Also damit ist mein Bedarf an Holz erstmal gedeckt und an Kautschuk. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich probier's eventuell heute Mittag noch kurz, dass ich die Folgen irgendwie, die Folge doch noch mache. Oder ich hab's probiert. Wenn's gekommen ist, ist gut. Wenn nicht, dann kann ich leider auch nichts dafür, aber wirklich, ich hatte heute noch so viel zu tun. Ja, also wenn sie nicht kommt, seid mir bitte nicht böse. Ich probiere wirklich mein Bestes. Ich mache es ja auch nur als Hobby und nicht als Nebenverdienst. Eigentlich könnte ich ja sagen, ja, ich bringe eine Folge pro Woche und der Rest ist mir egal. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel hier jetzt bei Ozone 2 Reloaded eine Folge pro Woche bringen würde. Ihr seht es, wie viele Quests hier noch offen sind, wie viel hier offen sind. Ich wäre dann 2-3 Jahre noch dran. Oder ich würde es wirklich schaffen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier... Solar Flux Panel mache, das sind Solar Panel. Also Panel 1, das ist Panel 2, Panel 3, Panel 4. Und immer so weiter.
bis schlussendlich Panel 11. Ja, sowas zum Beispiel müsste ich dann mir die Rezepte zum Beispiel angucken. Nein, ich will mir Rezept angucken. Da bräuchte ich Solarzellen. Da bräuchte ich Solarpanel. Da bräuchte ich resonante Energiezellrahmen. Redstone, da brauche ich Unmengen viel. Also müsste ich erstmal mit Acrycraft weitermachen. Bevor ich an irgendwas denke. Aber ich laber jetzt eigentlich schon wieder zu viel rum. Also, dass die Folge so krass wird. Was heißt krass? So lustig. Einen Moment. So, das werde ich jetzt wahrscheinlich weggeschnitten haben. Ja, die Folge war zwar nicht so interessant, aber sie war umso lustiger. Das müsste ich jetzt eigentlich aus einer anderen Perspektive noch. Nochmal upscreen. Das nenne ich mal heiliger Gummibombsetzling. So, aber dann sag ich jetzt nun, ich verabscheue mich wieder. Wünsche euch noch einen schönen Restabend. Und dann sieht man sich bei der nächsten Folge Minecraft Projekt Awesome 2 Reloaded wieder. Oder auch bei anderen Projekten hier bei mir, dem Blue LP, oder vielleicht auch mal in einem Livestream. Wenn alles funktioniert, ich sag jetzt mal so, wenn alles funktioniert, werde ich definitiv am Donnerstagabend 20 Uhr oder 20.30 Uhr, so um den Dreh, zwischen 20 und 21 Uhr Livestream starten. Nicht zu Minecraft, nicht zu Transport Fever, wartet auf was kommt. Ich sag noch gar nichts. Dann bleibt mir jetzt nur zu sagen und tschüss.